Dreh dich um hier, das ist Schweiz. Da, guckt, da, da dreht sich keiner um, das ist hier ein Standardauto. Das war noch nichts. Das ist ein Geringverdiener hier bei euch, oder? Ja, klar. Habe ich mir gedacht. Moin moin, ihr Landratten, was geht ab? Wir sind in der Schweiz, deswegen wohl eher ein Grüezi alle miteinander. Wäre das so richtig? Ja, das ist genau richtig. Perfekt. Marco ist da hinten dabei. Der ist Stadtführer Nummer 1 heute. Marco, du hast eine SP, MT09SP, so rum. Genau. Richtig schönes Teil, gefällt mir. Gerade so dieses neuere Lichtdesign, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein aggressives Insekt, finde ich. Geschmackssache, aber mir gefällt's, ja. An was erinnert dich die Front? Die eigene Wespe oder so. Wespe finde ich gut, ja. Böse, aggressive Wespe. Und Annika ist natürlich auch dabei. Mit der mache ich den ganzen Trip, mit ihrer wunderschönen FE. Und wir haben Aurelio dabei. Noch so ein geiler Name, wo man das eher so rollt. Das habe ich richtig gesagt, ne? Aurelio. Ja, stimmt, ja. Und du hast hier die heißeste Maschine, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Ding wird hier richtig heiß. Ja. Eine wunderschöne R1. Ihr wisst ja, ich bin totaler Fan von Yamaha, habe selber eine R1. Und jetzt guckt euch mal diese geilen Winglets an, in Carbon. Die sind ultra schön. Danke, danke. Ja, mir gefallen sie auch mega gut. Es macht es nur so ein bisschen bulliger irgendwie. Total. Ist total aggressiv. Finde ich sehr geil. Und du hast auch ein SC Project. Das sieht erstens super geil aus, weil der klein ist. Dann finde ich dieses Race-Gitter da drin so geil. Das hat so ein bisschen MotoGP-Feeling. Und natürlich viel Carbon, die so ein bisschen versucht, den Brotkasten zu kaschieren. Ne, da, wo der ganze Sound geklaut wird. Grip hast du auch ordentlich am Start. Ist einfach ein wunderschönes Motorrad. Und wir sind hier in Zürich. Hier wollen wir einen kleinen Soundcheck. Du willst es direkt filmen für dich, oder was? Von den vier, welche ist die schönste? Ja, diese. Die gefällt dir am besten? Ja. Kann ich schon nachvollziehen. Ist schon schön. Aber die ist auch nicht schlecht, oder? Diese auch. Ja. Sehr gut, das wollte ich hören. Alles. Alle gut. Diese ist große, diese. Ja, das stimmt. Diese 1000. Das stimmt, das ist die größte. Die hat am besten Sound. Die ist aggressiv, oder? Die ist aggressiv, auf jeden Fall. Und da machen wir jetzt ein bisschen Soundcheck. Ja. Sind bereit, Aurelio? Wirf an das Ding. Was ich geil finde, ist die Schweizer Kennzeichen am Moped. Die sehen kleiner aus, oder? Ja, die Deutschen sind riesig. Ja, die Deutschen sind riesig. Das stimmt. Ach, das ist schön, so ein schönes kleines Kennzeichen. Für euer Motorrad. Habt ihr nicht sogar ein lustiges Wort? Wie nennt ihr euer Motorrad? TÜV. Oh, ich bin auf der Gegenfahrbahn. Sie haben ja genau gleichzeitig gesagt. Ich hab's auch gedacht, mein Tempo fährt hier. Wie verwandt ist das denn hier? Du fährst eine 200 PS Plus Maschine, eine R1 mit so viel Dampf unterm Hintern und du sagst dann so, ja, das hier, das krasse Teil, das ist mein TÜV. Ja, gut. Geil. So klingt scheiße. Eine Freundin von mir hat schon mal gesagt, Töffli. Sagt ihr das auch? Dann ja, aber das ist ein Mofa. Das ist ein Mofa. Ach, da, ein Töffli ist ein Mofa. Ja, genau. Wie ist das denn hier eigentlich so, die Regelungen? Wenn ich jetzt angenommen Wheelie machen würde. Ausweis, Führerausweis weg. Wirklich? Der Führerschein ist weg. Ja, ich würde es nicht empfehlen. Hä, aber wie? Wie lange denn? 3 Monate, glaube ich. Was? Auch wenn ich nicht von aus der Schweiz komme. Achtung, Blitzer da vorne. Ja, aber wie schnell darf man hier fahren? 50. 50. Oh Gott, ich habe hier in der Schweiz so Angst, dass ich ohne Führerschein nach Hause fahre. Ich habe so Panik, was ich alles gehört habe. Was ist da? Man kriegt bestimmt auch noch eine dicke Geldstrafe, oder? Könnte ich mir vorstellen. Nee, 40 Franken sind das. Meinst du beim Wheelie oder was? Ja. Ah ja, doch, da schon. So, Wheelie geht ja, unter nicht beherrschen des Fahrzeugs. Und das wären etwa vielleicht 500 bis 1000 Franken. Was? 50 Euro sind bei uns, wie gesagt, 1 km zu schnell. Mit 5 km Toleranz. 1 km? Also 5 km Toleranz. Wenn du jetzt 56 fährst, ziehen sie 5 km, dann ist doch 1 km zu viel und das sind 40 Franken. Alter, da löst bei uns der Blitzer nicht mal aus. Ja, und deshalb fahre ich so langsam. In der Stadt musst du echt aufpassen. Weil sie dürfen die Blitzer auch tarnen, dann verstecken die in irgendwelchen Müllsäcken, keine Ahnung. Müll? Ja, habe ich auch schon gesehen in der Stadt. Was? Also das ist kein Blitzer, das ist so ein Radarmesk. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es ist ganz klein. Und die verstecken das in so, das war ein Anhänger mit irgendwie Sperrmüll drauf oder so und der war da drin versteckt. Ich kann dir ein Bild schicken, ich habe das mal gescreenshottet. Schick mir ein Bild, dann blende ich das in das Video hier ein. Wie lustig ist das denn? Das ist so dumm. Und was ist, wenn man jetzt so, ich sag mal, 30, 40 km/h zu schnell fahren würde? Führerausweis weg.
Auch für 3 Monate? Nein, für immer, glaube ich. Dann wie musst für du die, immer? Dann musst du die Prüfung nochmal neu machen, von ganz vorne mit allen Kursen und keine Ahnung. Kosten Motorräder das gleiche hier in der Schweiz? Also jetzt als Beispiel die MT09 SP. Was kostet die hier in der Schweiz? So, am Preis her 13.190. Bei der R1 aus, was kostet die R1 hier? Ich glaube, die haben jetzt nochmal die Preise hochgeschraubt. Ich glaube, das ist 22.000 oder sowas, 21. Okay, aber also ich hätte jetzt tatsächlich mehr erwartet, weil man muss ja bedenken, dass hier verdienen die Leute ja viel mehr, oder? Ja. Was verdient man im Monat als Kassierer im Supermarkt hier? 4.500, glaube ich. Wie viel? 4.500. 4.500? Ja, aber die Wohnungen und alles ist... Junge, jeder Kassierer fährt hier Lambo, oder was? Guck mal, Lambo Urus. Boah, so ein schönes Auto. Geil. Oh, und die hatte Handy am Steuer. Habt ihr das gesehen? Das wäre auch interessant. Was kostet Handy am Steuer bei euch? Also wenn du am Handy am Bedienen bist, zum Beispiel WhatsApp oder so, dann ist der Führerausweis weg. Die Wege trennen sich. Genau, weiter geht's für uns. Aurelio begibt sich auf den Rückweg. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter und fahren noch zu einem geilen Pass, ne? Genau, Klausenpass. Geil. Ab zum Klausenpass. Achtung, Blitzer. Boah, ich habe gerade einen Vollbremsung fast gemacht. Ich auch. Wenn jemand sagt, Achtung, Blitzer in der Schweiz, denke ich, jetzt kommt der Knast. Ich habe die, hab die 8 schon gespürt an den Händen. Ich hätte gerade fast einen Unfall gebaut. Achtung, Blitzer. Also die Reaktion war gut, aber die Bremsung etwas zu stark. Du bist in der Ausbildung als Mechaniker, jetzt im Bereich LKW. Genau, LKW, ja. Genau. Drittes Lehrjahr, was bekommst du im Monat, wenn man das mal so fragen darf? So netto vielleicht etwa 1200. Das ist richtig gut. Weißt du, was ich in meinem dritten Lehrjahr verdient habe? Ja, ich schätze die Hälfte. Ja, 600 Euro. Aber solche Strecken machen halt schon Spaß. Ja, vor allem machen solche Strecken Spaß, wenn du die legal so schön fahren kannst. Ich meine, wir sind jetzt nicht so voll am Ballern, aber hier darf man 80, oder? Ja, genau. Ja, 80 ist hier, traust du dich? Und weil das auch alles so eng ist, wirkt das viel schneller. Ne? Ich bin auf dem Tacho nicht mal auf 80, aber es fühlt sich viel, viel schneller an. Ja, stimmt. Das ist das Coole an diesen Pässen. Es ist legal zum Rasen sozusagen. Ja. Weil man halt sich schon so schnell fühlt, obwohl man gar nicht schnell ist. Snack das. Ja, kleine Maus. Mensch, schön hier. Hallo. Boah, die Kuh ist gigantisch groß. Boah, jetzt sind wir echt mitten in der Wolke. Ja. Aber auch irgendwie cool. Boah, oh, scheiße. Boah, was? Das ist ja mitten im Leben. Was hast du hier für ein Scheiß? Scheiße! Für die schöne Aussicht in die Schweiz gekommen und wir chillen in der Wolke. Ey, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich bin gespannt, wie das auf Kamera aufsieht. Ich sehe nicht. Fucking, ich sehe 10 Meter. Achtung, Kurve. Alter, ist das laut! Servus! Was ist? Ohne Kennzeichen! Hat es verloren? Hast du das verloren? Oh! Gestern hat die Kamera dann irgendwann den Geist aufgegeben, als wir oben mitten in der Wolke waren, also abgefahren. War ein geiler Daytrip, wir sind mehrere hundert Kilometer gefahren, haben alle Akkus durchgeballert und war das Thema durch. Wir mussten bis mitten in die Nacht, es war noch ein bisschen nass, nach 2-3 Stunden wieder zurückfahren, hierhin, weil hier haben wir ja gestartet. Und jetzt haben wir einen Tag später und dachten, wir fahren jetzt noch mal so ein bisschen durch die Stadt, weil gestern hat man nicht so viel City gesehen, ne, Annika? Und gerade so diese Gebäude hier links und so, das ist halt das, was voll Zürich ausmacht. Eigentlich sind wir genau, also eigentlich sind wir gleich aus der Stadt raus, da ist uns das gar nicht aufgefallen. Dann sind wir am Abend zurückgekommen und da war es ja auch eisig kalt und es hat geregnet und so. Da konnten wir uns gar nicht so auf die Häuser konzentrieren. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht zu schnell zu fahren, weil ihr seht, das ist ein Blitzer und die Blitzer hier blitzen von hinten. Das heißt, in Deutschland ist man als Motorradfahrer ja relativ safe, sage ich mal, wenn man aus Versehen einen Blitzer fährt. Hier sieht das anders aus, weil von hinten geblitzt wird. Boah, ist nochmal richtig gut, dass du sagst, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, man darf hier halt wirklich nicht vergessen, dass es die Strafen halt immens sind, ne? Womit fährt der hier eigentlich rechts unterwegs hier? Ohne Helm und... Ja, hier mit dem Anzug. Im Anzug, ja. Oha! Polizei, Stadtpolizei hier in Orange. Sieht ein bisschen aus wie Rettungswagen, ne? Das ist echt lustig. Also, die wirklich legit einfach deutscher Rettungswagen ist hier Polizei. Wieso sind die weiß-orange?
Auch witzig, 117 hier, ne? Ist auch lustig. Oh, ich schaff's nicht. Ich muss näher vor die Zeit bleiben. Oh Gott. Sehr Hilfe. Junge, jetzt wird gesprintet hier. Das Volkswanderung, oh. Alle zum Zug. Bam, bam, bam. Let's go, Leute. Und leg was? Das habe ich noch nie erlebt. Das ist eine richtige Völkerwanderung. Oh. Die Straße. Alter. Entschuldigung, darf ich dich was Kurzes fragen? Ja. Ist es in der Schweiz erlaubt, sich mit dem Motorrad vorzustellen vor die Autos? Nein. Ist verboten? Ja. Weißt du auch, was es an Strafe kostet? Eine Menge. Eine Menge? Also lieber nicht machen. Das ist durchgezogene Linie. Was meinte er? Das kostet eine Menge. Und wenn ein Schweizer sagt eine Menge, dann sollten wir lieber komplett aufpassen. Und er hat gesagt, das Schlimmste ist eine durchgezogene Linie. An der Kolonne vorbei geht noch, ja? Ja. Aber durchgezogene Linie, no good idea. Das ist Knast, oder? Was meint er noch? Dass sie hier auch Instagram schauen und wenn du Straftaten machst, dann kommen die zu dir nach Hause. Wegen Instagram. Was? Also Schweiz ist nicht zu spaßen. Legt mir die 8 an, Leute. Legt mir die 8 an. Nehmt mich mit. So, das war's schon mit dem Video aus der Schweiz zusammen mit Annika und vorhin natürlich auch mit Aurelio und Marco. Ist schon krass, Annika, ne? In der Schweiz mit den Preisen und so. Es ist vieles teurer, aber vieles auch, haben wir festgestellt, kostet gleich viel. Ne? Ob Motorräder oder Sprit oder so. Und dafür verdienen die Schweizer einfach extrem viel mehr. Also ist schon geil. Hier lässt es sich, glaube ich, gut leben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir fahren noch ein bisschen weiter in den Süden. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich aus Italien sein. Deswegen checkt gerne das nächste Video aus. Und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Peace und haut rein, die Landratten. Tschüss.